Leben ist eine delikate Sache, Hüter. Hoffnung, Glaube, Liebe. Im nächsten Augenblick sind sie weg. Alles, was du zu beschützen geschworen hast, ist fort. Übrig sind nur Stille und Schatten. Und das Wissen, dass du hättest mehr tun sollen. Hätten wir Gaul besiegen können, wenn der Reisende nicht erwacht wäre? Und was ist mit der nächsten Gefahr? Oder der danach? Was dann? Der Reisende ist erwacht und ein legendäres Zeitalter angebrochen. Im Schatten des Lichts ist unser Universum ein wunderbar schrecklicher Ort. Wo ich einst Wunder sah, sehe ich nun Monster. Einer muss. Wir müssen. Das macht einen Hüter aus. Hüter sollen nicht ihre Vergangenheit erforschen. Das ist die Regel. Ich hab's nicht so mit Regeln. Nicht, wenn so viel auf dem Spiel steht. Dank der Clovis-Bray-Technologie in dem Gebäude konnten wir im goldenen Zeitalter das System kolonisieren. Sie wollten Frieden für die gesamte Menschheit. Welch Ironie, denn sie bauten auch Rasputin. Die absolut mächtigste Waffe im Solarsystem. Jedenfalls ist das alles seit dem Untergang auf Mars begraben. Mit etwas, das noch viel schrecklicher ist. Erster Ort, an dem die Menschheit dem Reisenden begegnete. Heim der Clovis-Bray-Forschungseinrichtung und verlorener Schätze aus dem goldenen Zeitalter. Dank der Eiskappen blieben diese Wunder jahrhundertelang verborgen. Doch die Rückkehr des Lichts des Reisenden ertönte wie ein Alarm durchs marsianische Eis und erweckte Gefahren, die man lang vergraben glaubte. Die Schlacht ist vorbei, doch Gauls Truppen, was von ihnen übrig ist, brandschatzen auf ihrem Rückzug. Und jetzt, da Kriegssatelliten bei Mars aus dem Orbit fallen, sind die Kabale natürlich auf dem Weg dorthin. Ich berechne einen Landekurs. Das ist der private Vorhutkanal. Idee, hört mich jemand! Vorhutzugangscode 0306. Weg von meinem Geist, du Alter! Hüter fordert Verstärkung an! Wiederhole! Ich brauche hier unten Verstärkung! Diese Frequenz ist für offizielle Vorhutgespräche reserviert. Wer immer du also bist... Ach, Goldig, du hast einen von den verklemmten Geistern abbekommen. Verklemmt? Hier sind die Koordinaten für eine sichere Landezone. Beeilt euch! Okay, aber dafür haben wir einen bei dir gut. Ich würde euch nicht herbitten, wenn es nicht echt notwendig wäre. Die gefährlichste Waffe im System befindet sich auf diesem Planeten und eine Schar-Armee will sie zerstören. Ich brauche eure Hilfe.
Ja, Leute, willkommen zu Destiny 2, der Warmind-Erweiterung, und der Geist quatscht mich schon wieder voll. Was ist dein Status? Bist du in Sicherheit? Ja. Schon, aber zwischen uns und der Clovis Bray-Einrichtung liegt eine ganze Menge nicht so sicher. Und wir müssen da rein. Was gibt es denn so Wichtiges da? Kriegssatelliten wie der dich bei deiner Ankunft fast erwischt hat. Seitdem ich hier bin, regnen sie vom Himmel, was normalerweise nur eins bedeutet. Rasputin? Die beste Waffe aus dem goldenen Zeitalter, von der du gesprochen hast? Aber das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, wenn es um Rasputin geht. Komm zur Einrichtung. So, sind die jetzt fertig? Kann ich quatschen? Okay. Willkommen zu Destiny 2, der Kriegsgeist-Erweiterung. Und wer von euch jetzt denkt, wie, du spielst Destiny 2, das Spiel ist doch voll tot, habt ihr recht. aber man muss dazu sagen, ja, Destiny hat sich in der Vergangenheit, also Destiny 2 hat sich in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und der letzte DLC war auch nicht so geil. Naja, der war mehr so meh. Und es ist im Allgemeinen eigentlich sehr scheiße gelaufen für das Spiel. Aber nichtsdestotrotz habe ich es echt gerne gespielt. Und deswegen spielen wir jetzt auch den Kriegsgeist-DLC. Und zwar nicht allein, weil alleine spielen eine Scheiße. Einmal ist dabei die Jen-Jen-Schwester. Yay, Schwester Jen-Jen. Ja, und Siras. Andi. Der kann nicht sprechen. Servus. Hast du Angst? Brauchst keine Angst haben. So, auf geht's. So, ihr habt jetzt Sprachfreigabe. Ich hab den beiden nämlich Sprachverbot erteilt, damit ich in Ruhe anmoderieren kann. Und jetzt dürft ihr labern. Ja, das Verbot war nur, weil du dich so gern labern hörst. Hä? Kann ja nicht sein. So, was müssen wir überhaupt machen? Ich habe überhaupt nicht zugehört. Dem Pfeil hinterher, würde ich behaupten. Ah ja, das ist eine gute Idee. Wir sind übrigens auf dem Mars. Es gibt Wasser auf dem Mars. Ich glaube, das ist das älteste Meme des Internets, oder? Kann das sein? Dieses Bild, wo das Mars ist und da ein Glas Wasser draufsteht? Ja. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein Proto-Meme. Ich bin ja eher für Snickers. Ja, weiß ich nicht, ist Geschmackssache. Ich bin ja mehr für Chips. Oh. Uiuiui. Oh no. Aber die Waffe ist immer noch super. Was hast du gerade? Risikoreich. Ist so risikoreich. Ja. Gerade gegen Char ist sie super. Komm zu Papa. Zack, zack, zack. Oh, Heilkreis. Ja, Heilkreis mit ein bisschen Moon. Mit ein bisschen Moon. Mist. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Nö. Was hat die jetzt gesagt? Existieren nur hier, glaube ich. Okay. Ich glaube, die hat irgendwas zu der Schar gesagt. Alter, noch mehr Geballer. Das war's. Oh nein. Also man muss das Spiel lassen. Lässt sich immer noch wunderbar spielen. Wer ist er denn? Gehauen. Keine Ahnung. Alles gut. Leute, ich hoffe, ich bewege mich nicht zu schnell hier, weil ich neige nämlich dazu, immer so ruckartige Bewegungen zu machen. Und das kann ein bisschen lästig sein. Und für unsere gewählten Zuschauer, wie ihr merkt, ich bin etwas weiter als die beiden. Ich werde nicht spoilern. Kann genau. Allerdings versprechen, dass die Inszenierung sehr gelungen ist. Ja? Da bin ich aber mal gespannt. Ja, ich denke auch. Gespannt wie ein Flitzebogen. Gespannt wie ein Stück Eis. Oh, das hat irgendwie geklappt. Oh, ich hab die falsche Waffe raus hier. Nimm das. Zack, weg. Oh, was? Zack, weg. Mach mal weg. Hä? Ah, die verprügeln mich. Mal kurz ein bisschen leben. Danke. Weitergelaufen. Oh, scheiße. Hier gibt's einen Heilkreis. Das ist gut. Mist, das hat überlebt. Stell die hier weg, die explodieren. Genau. Ah, Leben. Oh, das schmeckt sofort. No. Was ist das? Kann man das? Ja, das kann man scannen. Einmal zum Scannen. Oh. Geist rein! Oh nein, mein. Was denn? Mein
Mein Scan-E war weg. Es gibt keinen Grund dafür, dass der Satellit aus dem Orbit gefallen ist. Etwas muss ihn runtergezogen haben. Magnet. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Vorhut zur Hilfe zu rufen. Schwere Kraft? Das so. Zavala wird nicht glücklich darüber sein, dass wir bei Bray herumschiffen. Er will, dass die Vergangenheit vergangen bleibt. Vielleicht doch so ein Frosch mit einer Klebezunge. Auf, Mann. Man weiß es nicht. Ach, Mann, ey. Vielleicht. Oh Mann, ich kann jetzt nichts Wichtigeres sagen, Mann. Das war schon das Beste, was könnte kommen können. Alter, was ist er denn? Pyramiden auf dem Mars. Hat was von Stargate, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen, ne? Ah, nee, du kennst Stargate? Alle Staffeln und alle Serien. Alter. Und sowieso alles, was mit Stargate zu tun hat. Ja, sicher. Bist du immer noch traurig, dass das MMO nie rausgekommen ist? Ja, oder der, das war oder, echt schade. Oder das der Shooter? Echt gut. Der Shooter ist auch nie rausgekommen. Da hatte ich ja richtig Bock drauf. Oh scheiße, ich spiele ja gar nicht einen Jäger. Nein. Ich wollte gerade mit meiner Klassenfähigkeit nachladen. Ah! Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas Wichtiges macht und auf einmal juckt die Nase? Das ist doch immer so. Ja. Oh, warte, da fällt mir gerade was ein. Scheiße. Die Dingens haben ja neue Überarbeitung bekommen, die Exos. Mist! Oh. Also ich finde auch gerade, dass mein Gewehr, was ich hier mache, ne? Welches hast du denn? Mein Sniper für Arme. Wie, dein Sniper für Arme? Welche hast du nochmal? Mitternacht ohne Namen? Weiß ich gar nicht. Muss ich gleich mal gucken. Du hast das Scout-Gewehr, ne? Ja, das macht so einen Schaden. Ich glaube, das ist Mitternacht ohne Namen. Ja, aber bei denen ist nichts passiert. Die Exos sind, besser gemacht worden, scheiße. Ich wollte die Gravitationslanze ausprobieren, weil die soll angeblich jetzt richtig krass sein. Ja? Aber kann ich ja gleich machen, wenn wir wieder mal... Die Gravitationslanze fand ich vom Sound her richtig geil. Ja, die hat jetzt halt einen richtig geilen Effekt, dass die halt... Die war so scheiße. Ja, aber die soll jetzt richtig geil sein. Oh, wer ist er denn? Jo, scheiße! Junge. Ich hätte gerne... Ab oh nein, Busch. Ans Jochen! Hey, noch nicht aktiv! Oh no! Alter, dieses Ding ist immer noch so stark. Ah! Fast tot! Heilkreis bei mir! Wo? Hinterm Baum! Hinterm Ding! Hinterm Baum! Hinterm Ding hier! Alter, dieses Taus! Ah! Ulti! Jemand ist tot! Ja, ich kann gerade nichts machen. Ich mach schon. Sehr guter Mann. Ich weiß, was ist hier los? Bist du guter Junge? Schon vorbei. Alles klar. Schade. Eine Forschungseinrichtung aus dem goldenen Zeitalter ist in einem Gletscher vergraben. Mhm. Wohin denkst du? Triff mich am Eingang von Clovis Bray. Von wem? Clovis Bray. Bray. Oh, das ist das Forschungsinstitut, vor dem wir stehen. Ah. Mann, ich sehe so geil aus, ne? Oh. Hey, ihr habt's geschafft. Scheint dich ja zu überraschen. Ich will das Gewehr haben, was sieht jetzt cool aus. Viele. Aber das gibt's auch. Super. Ich finde die Rüssi ganz geil. Die gibt's kommt, nicht. Lasst uns sehen, was sich da drin befindet. Oder? Außer Horden gefrorener Schafer steht sich. Kann ich nicht für einen Warlock. Nee, ist wohl Hunter. Jo. Wie sagen. Durch die beiden Messer, mit denen sie rumrennt, würde ich auch auf Hunter tippen. Ja, mit dem Umhang. Ja. Boah, ich bin voll der Blitzmerker, ne? Ja, richtig geil. Den Ladebildschirm am besten nichts sagen, weil die schneide ich mir mal raus. Ja, also kann ich jetzt ficken sagen. Ja, oder Schwanz. Oder Vagine. Schwanz ficken. Naja, boah, aua. Ich hab nicht drüber nachgedacht, was ich gesagt habe. Was? Okay. Ich versuche, einen Eingang zu Clovis Bray zu finden. Aber wir sind zu dritt. Wir sind vorher schon Kriegsgeistern begegnet. Aber dumm, ey. Ist auf jeden Fall nicht zur Schule gegangen. Rasputin ist fähig, in mehreren Systemen gleichzeitig zu operieren. Also jedes Mal, wenn die Vorhut versucht hat, mit ihm im Kosmodrom zu sprechen, schlugen sie sich mit Fragmenten herum, die Rasputin nach dem Untergang hinterlassen hatte. Aber sein Hauptkern war immer hier. Mein Hauptkern ist auch immer hier. Die haben voll die coolen Eisenbahnen hier. Ah ja, wer sich wundert, warum ich oben rechts die FPS-Anzeige anhabe, ich hab die einfach immer an. Einfach, weil ich immer gerne habe zu sehen, ob FPS an ist. Boah, Alter. Oh nein, ich hab mich so gefreut, dass die mal nicht hier sind, ne? Aber da sind sie wieder. Oh, da sind sie wieder. Ihr seid echt überall. Haben wir euch nicht schon 5-mal besiegt jetzt? Nein, Sniper töten.
hässlichen. Boah, Alter, ich kann sowas von nicht mehr schießen. Das ist schon ein bisschen her bei mir. Mann, ne, bei mir läuft das eigentlich ganz, ganz geil. Ja? Ja. Boah, ich schieß so scheiße gerade. Hackerboy. Wer, du? Ja. Oh. Oh. Auf Fresse, das kann ich immer noch am besten. Ja. Gut. Oh, ein die kann ich gut treffen. Echt jetzt? Ja. Mann, ich treffe hier heute echt gar nichts. Kommt her, das mache ich mit meinem Schwert platt. Oh Mann. Was habe ich denn so als Superwaffe dabei? Hm, Rocket Launcher. Sauber. Oh, der war schön. War fein. Naja, ich muss nachladen. Oh nein. Hinter diese Wand hier, ne, stelle ich jetzt mal kurz einen Heilkreis, weil ich brauche ein bisschen Heilung. Du brauchst ein bisschen Heilung? Ja. Geh kaputt! Aber ich muss kamikaze-mäßig rein. Boah, habt ihr das gesehen? Das war geil, oder? Ah ja, risikoreich macht ja, kann jetzt auch Akkusseele auch haben, wenn es in der Tasche steckt quasi. Drom. Drom. Was? Ah. Der redet gleich wieder mit uns bestimmt. Ich Müssen bin hier. Ah, ich bin hi. Wirklich hier. Ich kann es gar nicht glauben. Und sonst? Clovis Bray, ich bin zu Hause. Hm? Was? Ich freu mich nur mit dir. Der Hauptzugang ist verschlüsselt. Achso. Gut, dass ich ein paar Asse im Ärmel hab. Scheint ein Ding in unserer Familie zu sein. Personal identifiziert. Dr. Anastasia Bray. Guck mal, was dahinter die an der Wand schön, steht. Dass, schön, dass sie einen Namen hat. Forschungseinrichtung. Ja, ja. Clovis Bray Exoscience. Ja, das ist richtig. Du bist Teil eines wichtigen Zeitpunkts der Geschichte. Gemeinsam werden wir mehr als nur nach den Sternen greifen. Was machst du da, Schwester? Nix. Ich tanze mit dir. Ich seh's. Und Bingo. Das geht hier ab. Wir jetzt kommt weiter? Das Beste. Und. Jetzt muss ich das. Mach das mal hier. Jetzt muss ich das Video ab 18 taggen. Na Quatsch. Ich habe nur ein bisschen getanzt. Ja, ein bisschen abgedanced hier. So, naja, ich habe das so gedacht, dass wir pro Folge immer eine Mission machen. Und deswegen mache ich jetzt hier einen Cut, weil sonst wird die Folge zu lang. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zusehen, auch im Namen der Schwester und Andi. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.